Ich liebe dich und das hast du mir auch gesagt. Baby, ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Wer ist denn der Gag? Mein Ex-Freund. Warum braucht Luisa einen Anwalt? Weil sie gestern geheiratet hat und diese Heirat ist von einem fremden Mann, den sie nicht kennt, gecrashed worden. Seit dem Tag meiner Hochzeit geht mein Leben den Bach runter. Ich habe keine Lust mehr. Haben Sie sich eigentlich mal Gedanken darüber gemacht, dass Vanella hier das Opfer ist? Ich bin Ingo Lenzen und kämpfe für Gerechtigkeit. Eigentlich sollte dieser Tag der schönste im Leben von Luisa Nella werden. Stattdessen findet sich die Braut in einem Albtraum wieder und braucht dringend Hilfe von Ingo Lenzen. Hallo. Hallo. Sind Sie Vanella? Ja. Mein Name ist Lenzen. Sie haben auf unsere Hotline angerufen? Ja, genau. Ich habe gehört, Ihre Hochzeit ist geplatzt. Was soll der ganze Mist? Ich kenne dich nicht. Geh mal bitte weg von hier jetzt. Ich kenne diesen Mann nicht. Dieser Mann ist auf meiner Hochzeit aufgetaucht und hat behauptet, dass wir ein Paar wären, wir uns online kennengelernt hatten. Und das jetzt ist nicht Ihr Mann. Nein, ich habe diesen Mann noch nie gesehen. Und jetzt ist mein Ehemann abgehauen und will mich nicht mehr heiraten. Hallo. Hallo. Das ist Sandra, meine Schwester. Ich bin die Halbschwester, Sandra Nella. Freut mich. Hallo. Dann erzählen Sie mir bitte mal genau, was ist da passiert? Ich sollte eigentlich vor 3 Stunden heiraten und es war alles perfekt. Herr Dirkbiet, ich frage Sie, wollen Sie die hier anwesende Luisa Nella zu Ihrer Ehefrau nehmen? So antworten Sie mit Ja. Ja. Und dann war ich dran und dann ist auf einmal die Tür aufgegangen. Frau Luisa Nella, für Sie dieselbe Frage. Möchten Sie den hier an? Entschuldigung, es ist eine Trauung. Können Sie bitte, das ist der falsche Raum. Wurde hierher bestellt von dir, Luisa. Hier? Ja, du hast mich hierher bestellt. Und hat behauptet, dass wir uns gedatet hätten auf einer Online-Plattform und dass wir ein Paar seien und wie ich heiraten könnte. Und ich habe erst mal gedacht, das wäre ein Scherz. Das ist komisch, dass du heiraten möchtest, obwohl du mir selbst erzählt hast, du willst gar nicht heiraten, weil deine Eltern sich permanent nur gestritten haben. Woher haben Sie denn die Informationen her? Woher wissen Sie denn, wie Sie... Weil ich diese Frau kenne. Weil wir zusammen ein Paar sind. Nein, wie ist das? Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Dann hat er aber persönliche Dinge gewusst, die er gar nicht wissen kann. Was zum Beispiel? Ich liebe dich und das hast du mir auch gesagt. Baby, ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Okay, wenn sie mich nicht kennt, dann ist sie wahrscheinlich auch nicht die Person, die sich die Comicfigur auf dem Schulterblatt wegmachen lassen hat. Luisa. Das war so eine Jugendsünde, die habe ich mir weggemacht. Aber ich habe kaum jemandem davon erzählt. Ja, und dann ist mein Mann in Zweifeln gekommen. Luisa, hast du mir was zu sagen? Ich kenne den Mann nicht. Ich weiß nicht, wer das ist. Aber woher weiß der das alles? Ich weiß auch nicht, warum er das weiß. Ich weiß nicht, woher der so viel kennt. Schwiegermutter ist dann auch dazwischen gekommen und hat gesagt, dass wir unter den Umständen nicht heiraten können. Bevor diese Verhältnisse nicht geklärt sind, bin ich dafür, wir brechen diese Trauung ab. Dann sind sie losgefahren, wir sind hinterhergefahren. Wir klingeln, ich rufe an, ich komme nicht rein. Mein Mann will nicht mit mir reden. Und der Mann ist immer noch da und insistiert ja, hier, oder wie? Ja. Und ich kenne diesen Mann nicht. Okay. Und ich weiß nicht, was der von mir will. Kann ich Sie kurz alleine lassen? Dann ja. Würde ich mal versuchen, mit dem Mann zu sprechen. Okay. Ja. Ist das okay? Ja. Ja? Danke. Kann ich mal kurz mit Ihnen reden? Sehr gerne. Mein Name ist Lenzen, ich bin der Anwalt der jungen Dame. Heide. Warum bedrängen Sie Frau Nella? Ich bedränge Sie? Ja. Nein, wir sind verabredet. Nein, sind Sie doch, nicht? Definitiv, weil wir sind schon seit längerem ein Paar und schreiben Was uns auch seit Sie? Längerem übers Internet. Ja, doch, sind wir. Was wollen Sie denn? Ich meine, die Dame kennt Sie nicht. Passen Sie auf, ich zeig Ihnen was. Ich zeig Ihnen was. Vielleicht das klärt das ja auch einiges auf. Also hier sind Fotos, die wir über einen Chat geteilt haben. Hab ich? Wenn Sie jetzt weiter nach, genau, dann sehen Sie auch unsere Chatverläufe. Sie hat mich heute hierher bestellt. Das ist Ihr Profil. Das ist meine Karte. Würden Sie mir bitte diese Chatverläufe zusenden? Kann ich gerne machen, gar kein Problem. Gut, jetzt will ich Ihnen nur eins sagen. Sie sind kein Paar. Und das müssen Sie akzeptieren, okay? Aber... Was aber? Passen Sie auf, das ist jetzt schon das zweite Treffen, das wir jetzt hier vereinbaren, dass ich jetzt nach oben komme. Das erste Treffen hat sie von mir 200 Euro bekommen, dass sie ein Ticket kriegt, dass sie zu mir kommen kann. Ist nicht passiert. Also, und ich werde jetzt hier so verarscht. Wir können das abkürzen. Ich wurde abgezogen. Vanella möchte nicht, dass Sie sie kontaktieren. Und ich bitte Sie inständig, sich von Vanella fernzuhalten. Und wenn Sie das nicht tun, Alter, dann machen Sie sich strafbar. Ich? Okay? Ja, Sie. Das wird definitiv noch ein Nachspiel haben. Aber gut, schönen Tag noch. Martha? Martha,
Martha, bitte, ganz kurz. Hör mir ganz kurz zu, Martha. Okay. Nein, bitte, ganz kurz. Dirk möchte nicht mit dir reden. Ich muss dir sagen, ich weiß gar nicht, was ich von dir und der ganzen Sache halten soll. Ich weiß gar nicht, wem ich hier überhaupt noch irgendwas glauben kann. Ich will mich erklären. Lass uns reden, bitte. Das Reden hat gar keinen Sinn mehr, weißt du? Vielleicht kann ich helfen, das aufzuklären. Mein Name ist Lenzen, ich bin der Anwalt von Fornella. So. Ich möchte das Ganze helfen, aufzuklären. Hier gibt es einen fremden Mann, der hat Fornella bedrängt. Den haben Sie ja auch gesehen. So, und ich denke, wenn wir über den und seine Position klar sind, dann wird sich das alles auflösen. Aber wir wollen nicht mehr reden. Und deswegen gebe ich dir auch die Schlüssel zu deiner Wohnung wieder. Lisa, wir wollen das nicht. Lass uns doch. Nein. Martha, lass uns bitte. Ich möchte einmal ganz kurz mit dir reden. Nein, lass mich doch mal kurz mit dir reden. Du kommst hier nicht in diese Wohnung. Luisa, das hat doch keinen Sinn. Guck mal, Martha glaubt, was sie glauben will. Dirk hört dir nicht zu. Ich meine, was ist das für ein Vertrauensverhältnis? Ganz ehrlich. Komm, lass uns gehen. Jetzt mal ganz langsam zu diesem fremden Mann. Der sagt, er hätte von Ihnen Bilder bekommen. Und der hat mir den Chatverlauf zwischen Ihnen und ihm gezeigt. Er sagt, Sie hätten 200 Euro von ihm bekommen. Stimmt das auch nicht? Ich habe kein Geld von diesem Mann bekommen. Ich weiß nicht, wer der Mann ist. Ich kenne den nicht. Dann muss ich davon ausgehen, dass irgendjemand ein Fake-Profil von ihm erstellt hat. Gibt es irgendjemanden, der Ihnen alles missgönnt? Der Ihnen Ihr Glück nicht gönnt? Der sich vielleicht an Ihnen rächen möchte? Jemand, der Ihnen nicht wohlgesonnen ist? Okay, gut. Also, ich werde versuchen, mit Ihrem Verlobten zu sprechen. Vielleicht hört er mir ja zu. Danke. Dann werde ich mit der Polizei versuchen, aufzuklären, wer dieser Halde ist und wie es dazu kommen kann, dass der mit Ihnen einen Chatverlauf vorlegt. Ja? Aber wird der Mann mich jetzt in Ruhe lassen? Dafür werde ich sorgen, da können Sie sich drauf verlassen. Sie müssen keine Angst mehr haben. Ich komme einfach mit zu dir oder du schläfst bei mir, aber lass uns jetzt einfach gehen, okay? Ja. Das kriegen wir hin. Ich melde mich. Bis dann. Ciao. Ingo Lenzen könnte Tobias Halde per einstweiliger Verfügung stoppen, falls dieser seine Mandantin weiter belästigen sollte. Der Anwalt denkt jedoch, dass der 30-Jährige seinerseits Opfer desjenigen wurde, der ein falsches Dating-Profil von Luisa Nella erstellt hat. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Ingo. Denkst du, dass Fornella irgendwas mit ihm hatte? Nein, auf gar keinen Fall. Die war total schockiert. Die hat den Mann noch nie gesehen und die hat auch keinen Kontakt mit dem gehabt. Und Geld hat sie von ihm auch nicht bekommen. Okay. Aber weißt du, was ich glaube? Er hat tatsächlich irgendwohin Geld geschickt. Nur nicht zu ihr. Und ich glaube auch, dass er irgendjemandem da auf den Leim gegangen ist. Wer könnte sonst hinter stecken? Wie sieht's mit der Schwiegermama aus, mit dieser Martha? Er hat auf jeden Fall was gegen die Beziehung. Das hast du mir gesagt. Sie hat von Anfang an was gegen Fornella. Ich habe gerade einen ganz anderen Gedanken. Was ist denn, wenn wir es hier mit einem Catfishing-Täter zu tun haben, der es wirklich nur aufs Geld abgesehen hat? Was ist denn Catfishing? Naja, jemand, der sich halt im Netz eine falsche Identität erstellt. Also meistens halt auf sozialen Netzwerken, aber auf Dating-Plattformen ist es auch gängig, dass sie halt falsche Fotos von sich hochladen und so weiter, um irgendjemanden hinters Licht zu führen. Und ganz oft stecken da wirklich betrügerische Absichten dahinter. Ja, aber der ist da mit 200 Euro nicht zufrieden. Und der schickt da auch nicht den Halde vor. Na, wer weiß, was da noch alles kommen sollte. Keine Ahnung. Vielleicht war das ja einfach mal ein kleiner Köder erstmal oder sowas. Aber trotzdem, bei allem, was ich für den Halde jetzt gerade gesagt habe, ich möchte trotzdem, dass du den nochmal anguckst. Schau okay. Mal. Diese Fotos hier, die hat er vorgezeigt. Die hat er gehabt. Von ihr. So. Und er sagt, sie hätte mit ihm gechattet. Und das ist der Chatverlauf. Den hat er mir jetzt auch zur Verfügung gestellt. Aha. Guck dir das bitte mal an. Ich schick dir die Sachen gleich rüber. Ja, mach mal bitte. Ja? Aber woher hat er das denn alles? Also. Ich weiß es nicht. Oder? Was wir noch machen ist, das ist zwar ein bisschen heikel, aber Fornella hat mir ihr Einverständnis gegeben. Wir lassen den Account von ihr weiterhin bestehen. Aha. Und arbeiten damit. Wir arbeiten damit. Bitte. Du meinst, sie arbeitet damit? Genau, das meine ich. Okay, warte mal. Also du meinst jetzt, dass ich mir auch einen Fake-Account auf dieser Dating-Plattform erstellen soll, um dann mit der falschen Fornella als Mann zu chatten, oder? Wohlgemerkt als Mann, ja. Sandro Grüner, finde ich super. Und ich werde noch mal mit dem Herrn Beat sprechen, mit dem Verlobten. Ingo Lenzen kann Dirk Beat überzeugen, sich am folgenden Morgen mit seiner Verlobten auszusprechen. Dabei will der Anwalt auch dessen Mutter auf den Zahn fühlen. Obwohl es zweifelhaft scheint, dass die 59-Jährige ein Fake-Profil ihrer angehenden Schwiegertochter erstellen würde, um diese loszuwerden. Du kommst hier nicht rein. Frau Beat, bitte. Also ich glaube, man sollte die Situation im Gespräch klären. Das Gespräch hat doch gar keinen Zweck mehr. Das hat aber mal ganz ehrlich, Frau Beat, ist es Ihre Wohnung?
Nein, das ist die Wohnung Ihres Sohnes. Fragen Sie den doch bitte mal. Das ist richtig. Ja, also. Baby. Mama, lass sie rein. Bist du sicher? Lass sie rein, ja.